Ich glaube, ich muss jetzt gleich nochmal die Konsole neu starten. Da kann ich einfach aufladen. Nee. Nee. Fuck. Wenn ich da jetzt in die Richtung gehe, dann ist doch vorbei, ne? Das Rätsel. Moment. Ja, schön, wenn das irgendwo dastehen würde. Das habe ich gemacht, das habe ich gemacht. Das, Alter, das ist scheiße, mir fehlt echt genau ein fucking Spheroid. Das gibt's nicht. Ich kann nichts machen. Och nee, jetzt muss ich das alles normal machen. Das ist echt wunderschön. Nur weil ich jetzt ein Spheroid vergessen habe. Ja, ne, dann tut mir echt leid. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ich das letzte Mal gespeichert, ne? Das ist echt ganz toll. Yeah, Spiel verlassen. Weil ich so ein Düskopf bin. Ich wusste, diesmal machst du einen einzigen Fehler. Kannst die ganze Scheiße nochmal machen. So sieht dann natürlich So, nochmal rein ins Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wo ich gespeichert hatte das letzte Mal. Ach ne, muss ich... Nein, bitte nicht. Ich glaube, ich muss den Drachen nochmal besiegen. Oh Gott, das wird jetzt... Ach nee, ich bin ja... Ah, nein, ich bin ja... Ja, okay. Ich bin ja bei dem... Genau, ihr wisst schon. Und da so eben. Ja, das dauert wieder 10 Jahre hier. Ich kann ja in Ruhe was trinken. Ja, das hätte ich gern. Ah, also was trinken hier. Ah. Es tastet so gut. Oh, ich habe noch, oh, ich habe noch alles gute Schokolade hier von meinem Geburtstag. Wenn ich die jetzt wieder esse, dass mein Hals wieder verklebt, dann kann ich nicht ordentlich moderieren, obwohl ich das eh nicht kann, aber ich versuche es immer zu vertuschen, dass ich so schlecht bin. So, Laden. Willkommen im Laden. Es lädt, es lädt. Und so sieht es aus, wenn ich das Spiel anfange zu starten und dann aufnehme. Weil ich ein Spheroid vergessen habe. Ein einziger. So, ja, dann, ja, ne, das ist, ja. Wow. Und weil ich ja so dreist bin, das nicht zusammenschneide. Hä? Ach ja, die... Wieso stehen da schon die Kisten? Bin schon total verwirrt. Weil die Kiste müsste ich auch erstmal freischalten. Wieso steht die da schon und warum sehe ich die und wieso und weshalb und... Nee, ich sehe das nicht ein. Ja, aber jetzt dürfen wir erstmal. Genau. Ja, kann nur in eine Richtung gehen, das ist ziemlich sinnvoll. Dam, dam. Geradeaus bitte. Ich habe was vergessen. Danke, nochmal zurück. Ich muss erstmal jetzt auf die rechte. Ja, auf die rechte Seite. Auf die rechte Seite der Macht. So, dich bräuchte ich da drüben mal. So, komm mal mit. Komm mal mit. Dankeschön. So, den brauche ich. Den kann ich drüben auf der anderen Seite reinschieben. Aber erst nachdem ich wieder 10.000 Mal hin und her gefahren bin. So, wieder zurück. Und jetzt auf die linke Seite. Ja. Wenn es funktioniert. Yo, wow. Yo, wow, 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 wow. Dankeschön. Total taktvolle Sequenz. So, wieder rein. Und die Brücke wird geöffnet. Scotty, beam mich hoch. Und jetzt geht es wieder nach da. Und dann geht es wieder zurück und dann geht es zum Einkaufen in den Mediamarkt. Keine Ahnung, warum ich da so einen Scheiß laber. So, wieder zurück. Und dann geht es nach links. Allerdings das zweite links. So, einmal bitte da lang.
Und dann geht es nach links. Bing, bing, bing. Danach geht es geradeaus bis hinter. Bis hinter? Ach ja, bis hinter, ja. Ja, hier geht's noch nicht weiter. Ja, ist okay. Da ist ja noch nichts außer. Ah, doch, den brauche ich ja zuerst. Hui, ich habe nochmal alles richtig gemacht. Bevor ich irgendwelchen Scheiß zusammenbaue. Hallo, ich brauche dich mal. Dankeschön. Ist ja nett von dir, dass du mitkommst. So, dann schieben wir dich wieder rein da. Dann müssen wir nochmal nach rechts. Oh Gott. Ist alles so toll. Ich will auch gerne, dass man immer nur in eine Richtung fahren kann. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Hä? Ey. Das war jetzt eigentlich nur als Scherz gedacht, aber ich bin wirklich geradeaus durchgefahren. So. Wo ich die ganze Zeit X gedrückt habe, aber naja. Das Spiel hat es manchmal so mit mir. Will mich einfach nur brutal ärgern. Na los, du. Alter, ich dachte jetzt schon. Aber mir fehlt doch immer noch ein Spheroid, oder? Oder kann ich den... Hä? Weil ich brauche doch... Wieso fehlt mir ein Spheroid? Ach, von... Ne, von unten? Ich muss doch mal... Irgendwo fehlt mir doch ein Spheroid. Hast du mal dieses Ultra-Kurzzeitgedächtnis bei mir? Na, jetzt fahren wir da runter, das ist total schön. So, jetzt fahren wir einfach mal nach rechts. Einmal rechts runter, dankeschön. Da müsste doch ein Spheroid in der Wand kleben, ne? Hoffe ich, denke ich. Weiß ich nicht genau. Ja, Gott sei Dank. So, ich brauch dich, ich brauch dich. Nein, nichts tun war schlecht. Mitnehmen ist besser. Dann durfte ich den nur nicht vergessen, nachher wieder aus der Wand zu holen, wenn wir dann... Ihr wisst schon... Weil ist nun schlecht. Die Perspektive ist mal die beste. Ein Roboter. So, jetzt höre ich gern... Nein! Och, hier... Ich drücke bei rechts auf den Pfeil und der fährt einfach geradeaus, weil der Pfeil gesagt hat, nö, hat er nicht gemacht. Das ist total toll. Jetzt fahren wir nochmal zurück. Dieses Rätsel ist echt das Beste überhaupt. Ich finde es auch so mies, dass wenn du den Spheroiden vergessen hast, kannst du komplett nochmal. Da bitte einmal runter. Immer toll diesen Grafikfehler, den man ganz kurz sieht, wo da diese Kammer ist, wo keine Texturen dran sind. So, da lang möchte ich. Dann möchte ich ganz hinter. Dam, dam, dam. Oh, das war knapper. So, bitte einmal. Schön da reinstecken. Dann einmal rausschieben. Rausstecken. So. Zack. Und wieder rein. Und raus und rein. Und ja, okay. Ich halte das schon mal, indem ich jetzt mal. So, bitteschön und Dankeschön. Den nehme ich gerne mit. Danke sehr. Dann stecken wir den da. Da. Da, da, rein. Und nehmen den anderen wieder mit, bevor ich das wieder vergesse. Ich dann wieder dummerweise dastehe wie so ein Horst. Schieben das Ding wieder rein, fahren die Plattform wieder komplett runter, weil ich keine andere Wahl habe. Entschuldigung mit dem Husten. Ich möchte gerne in diese Richtung. Und dann die zweite, bitte einmal rechts abbiegen. Hey, Alter!
Ich hasse diese Pfeilrätsel. Die sind so schön ätzend und nervtötend. So, dann schieben wir das nochmal runter und machen den ganzen Dreck nochmal. Yay. Also Kinder, macht es so wie ich, wenn ihr das Spiel habt und bei mir guckt, wie das Rätsel funktioniert. Vergesst beim ersten Mal den Zweruin und macht die ganze Scheiße nochmal. Ah, das ist so toll. Da möchte ich hin. Und dann bitte die zweite rechts abbiegen. Das ist wie so ein Navi. An der zweiten rechts abbiegen. Alter! Was hat das Spiel bloß gegen mich? Was macht das doch mit Absicht? So, darf ich jetzt bitte den zweiten abbiegen? Das wäre ganz toll! Alter! Hä? Habe ich irgendwie was verpeilt oder geht das nicht mehr? Jetzt fahr doch einfach da lang und dann fährst du nach rechts. Aber nicht die erste, sondern die zweite. Ah, danke schön. Ansonsten hätte ich, glaube ich, noch ein Herzkasper bekommen. Das wäre nicht so toll. So. Nee, du sollst ihn reinstecken. Steck ihn rein. So, dann holst du den da raus. Und ich bin ein Trottel. Weil ich kann ja keine zwei in der Hand halten, weil ich zu dumm dafür bin. Oh, es ist so toll. So, das werde ich einfach mal da stöpseln. Aber nur, weil es kann. Ich bin so ein Jetzt mache ich mir noch einen Umweg mehr, nur wegen so einer tollen Sache. Die Freude scheint mir aus dem Anus. So, jetzt nehmen wir den Faktura. Nimm mal den Faktura. So. Und steckst ihn mal da rein. Dankeschön. Ich weiß, ich könnte wahrscheinlich viel einfacher machen, aber ich bin heute wieder so mega gut konzentriert. Bei mir ist immer noch der 23. So ist ja nicht, ne? Auch wenn bei euch schon die Schwarz für den Tag ist. Bei euch ist vielleicht der 30. oder so, keine Ahnung. La 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 la. Ich will doch nur spielen mit mir. So, bitte lass mich doch mal gewinnen. So, den wieder raus. Das ist ein ewiger Kreislauf. Weil ich immer im Kreis laufe. Aber man versteht vielleicht, warum ich dieses Rätsel so super, super dolle liebe. Alter, war schon wieder so knapp. So. Wir müssen nämlich den Faktura in der Hand halten. Und den da rein tun. Alter, nimm doch da. Tu. Steck ihn rein. Los, steck ihn rein. Alter, was macht denn der? Steck ihn doch da. Ja. Findest du das doch nicht, oder was? Ich könnte jetzt noch den Haare dran machen, Witze machen, aber mache ich nicht. So. Ja, jetzt schieben wir den wieder da rein. Yay. Meine Motivation steigt mit jeder Sekunde, die vergeht. Und wieder mal runter. Und jetzt haben wir das tolle Dreier-Rätsel. Dreier. Wer das nicht kapiert, der muss älter werden. Oder Erfahrung sammeln, je nachdem. So, jetzt müssen wir die zweite wieder. Und es hat funktioniert. Ich wollte gerade was anderes sagen, aber bin ich doch noch gefangen. So. Und da wir jetzt eh beide dabei haben, Gott sei Dank, weil ich ja erst mal wieder einen 10.000 Kilometer Umweg fahren musste, wegen unerklärlichen Gründen. So. Und wieder Rinder.
von Minute spannender, ne? Es tut mir so leid. Ich bin so scheißdoof. So, hey, jetzt können wir auch ganz runterfahren und dann sind wir wieder auf diesen netten Dreier-Dingens. Es ist so wundervoll. Katzenstift im Bett. Das ist eine gute Sache. Schläft auf meinen Klamotten. Auf die guten, stinkenden Party-Klamotten. Gibt nichts Besseres. Aber Katzen können das ab. Ich werde schon mal einen in die Hand nehmen. In die Hand nehmen. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Nicht, dass ich dann wieder irgendwelche Scheiße baue. Ja, so kennt man mich. Wenn ich was baue, dann Scheiße. Tagtäglich. So. Und jetzt einmal schräg nach oben. Bitte, da ist der Raum mit den nicht texturierten Texturen. Wir sind da. So, jetzt stecken wir da oben das Lysferoid in der... ich wollte gerade sagen, dann wäre hier aber zappenduster. Mein HP ist Sphäroid. Das ist ganz toll. Dann müssen wir auf diese kleine Plattform gehen. Boah, war gerade der Sound weg. Das wäre ungeil. So, jetzt passiert schon mal. Jetzt holen wir uns die nette Lanze oder was das war. Yay, Ritterlanze. Und fahren wieder zurück. Und haben es geschafft. Oh Gott. Ich bin so glücklich. So, Ausrüstung. Ach so, falsch. Das kann doch nicht angehen. So. Ausrüstung. Was war das? Ritterlanze, ne? Alter. So. Und jetzt geht es nach Hause. Oh Gott. Alter, ich liebe ja diese Rätsel sowas von. Oh, gibt's hier ein Old Bad Lexikon? Yuna? Inside, maybe? Then what are we standing here for? Hey! You can stuff your taboos! Wenigstens hilft uns Kim Mary. Das Bug aber noch an diese Leitsätze glaubt, Alter. Unglaublich. Unbelehrbar, kann man sagen. Müsste auch langsam gelernt haben, dass diese Leitsätze einfach nur totaler Schwachsinn sind. Aber das Kind wieder, habt ihr gesehen? What's that? A faith. They join with the summoner and together receive the Aeon. They are human souls imprisoned in stone by ancient Yevon rites. The dead should be allowed to rest. Wait! Don't come out! Was ist passiert? War ja klar. There's the last of them. You are to stand trial. I expect it will be a fair trial. Of course it will.
Bahamut. Die Bestie mit der krassesten Abwehr, Alter. Ich liebe Bahamut. Fand ich, ist immer in meiner Lieblingsbestie, schon allein, weil er aussieht wie ein fetter Drache einfach nur. Aber das werdet ihr ja später sehen. Bestätigen, jo, Bahamut. Speichern, aber hallo.